und Herrn Fraktionsvorsitzenden Josef Dörr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die beste Schule ist für unsere Kinder gerade gut genug. Und deshalb ist natürlich auch keine Grenze gesetzt an Ressourcen von Geld und Personal. Und die Kollegin Barbara Spaniol hat ja eindrücklich und ausdrücklich geschildert, wie die Situation an unseren Schulen im Augenblick ist. Und da kann ich mich in großen Teilen nur anschließen. Und ich formuliere es auch mal spitz. Die inklusive Unterrichtung, die wir im Augenblick haben, ist nach dem jetzigen Stand, nach dem, wie sie jetzt ausgestattet ist, eher ein Sparmodell als alles andere. Insofern, wie gesagt, sind wir dafür, dass die Schulen mehr Geld zur Verfügung haben, dass die Schulen mehr Personal zur Verfügung haben. Das kann uns aber nicht dazu bringen, zu glauben, damit allein wäre es schon getan. Es muss die Schule auch umstrukturiert werden, und sie muss der Wirklichkeit angepasst werden und sie muss ihrem Ziel angepasst werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich vor einem Jahr hier gesagt habe, wir haben ein Problem mit unseren Schulen, da gab es Gelächter und einen Aufschrei. Inzwischen hat uns die Wirklichkeit eingeholt. Eltern, Lehrer haben sich an die Presse gewandt, haben sich an das Ministerium gewandt. Es ist etwas zu tun. Wir wollen dabei helfen. Diesen Antrag können wir, wie gesagt, mit den Einschränkungen, dass wir da auch eine Gestaltungsänderung sehen wollen, zustimmen. Dankeschön.